Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Lehrvideo. Heute geht es um die Eigenschaften eines bestimmten Integrals. Da schauen wir uns zunächst die Faktorregel an. Klingt eigentlich für alle recht logisch. Das Integral von a bis b, also in einem Intervall von a bis b, von c mal f von x dx ist gleich c mal dem Integral von f von x dx. Ich glaube, das kann jeder automatisch nachvollziehen. Wenn ich die Funktion multipliziere, dann erhöht sich natürlich auch entsprechend die Fläche unter der Funktion und diesen Faktor kann ich auch herausnehmen. Dann sprechen wir bei einer anderen Regel von der Additivität. Das heißt, ich kann Integrale auch addieren. Zum Beispiel das Integral von f von x dx in den Grenzen von a bis b und dann das Integral von f von x dx in den Grenzen von b bis c. Und das ist natürlich gleich dem Integral von f von x dx in den Grenzen von a bis c. Eigentlich logisch, hier ein Bild, wenn wir uns angucken, die Fläche unter der Funktion im Intervall von a bis b plus die Fläche unter der Funktion im Intervall von b bis c, dann ist das auch gleich der Fläche unter der Funktion im Intervall von a bis c. Ich kann die Intervallgrenzen auch austauschen. Was passiert dann, wenn ich also das Integral von a bis b von f von x dx nehme, dann habe ich gleich den negativen Wert des Integrals von b bis a von f von x dx. Eigentlich auch etwas Logisches. Jetzt schauen wir uns das an für Flächenstücke oberhalb der x-Achse. Wir haben also sowieso bisher ja immer von Flächen oberhalb der x-Achse gesprochen, ist der Flächeninhalt gleich dem bestimmten Integral von a bis b. Unterhalb der x-Achse, was gilt denn dann? Wir stellen uns eine Funktion vor und wir betrachten die Fläche, die zwischen der Funktion und der x-Achse eingeschlossen wird, aber in diesem Fall gilt es, die Funktion liegt unterhalb der x-Achse. Dann ist die Funktion, die oberhalb der x-Achse liegt, genau minus f von x. Und entsprechend ist der Wert des Integrals unterhalb der x-Achse natürlich negativ. Und wir können, indem wir ein Minus davor setzen, dieses Integral positiv machen und die Fläche bestimmen. Denn die Fläche ist ja positiv, ist ja keine negative Fläche. Das heißt, der Flächeninhalt der Funktion von f von x im Bereich zwischen a und b und der x-Achse, den kann ich ausrechnen, indem ich das bestimmte Integral von a bis b von minus f von x dx bestimme. Was machen wir jetzt, wenn die Flächenstücke teilweise oberhalb und teilweise unterhalb der x-Achse liegen? Eigentlich völlig logisch. Zur Berechnung wird die Funktion in Intervalle zwischen ihren Nullstellen zerlegt. Wir schauen es uns an in einem Bild. Wenn ich also den Flächenbereich von 0 bis d bestimmen will, dann zerlege ich mir die Funktion in die Bereiche 0 bis a, a bis b, b bis c und c bis d und addiere die einzelnen Intervalle. Ich muss natürlich immer darauf achten und das ist tatsächlich notwendig bei der Berechnung. Ich muss immer wissen, sind meine Funktionswerte jetzt gerade kleiner als 0 oder größer als 0, wenn ich das betrachte. Die Übungen dann anschließend im Unterricht. Viel Spaß!